Moin, moin, meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play NHL 15 im Saisonmodus hier bei Because Gaming is Fun. Ja, heute steht der 41. Spieltag an. Unser Gegner ist der IHC Red Bull München und ja, wird ein schwieriges Spiel. In der richtigen Liga läuft es ja momentan nicht ganz so super für die Freezers. Die können gerade nicht mehr wirklich gewinnen. Laufen ein bisschen eine Durststrecke daher. Ich habe mal hier eine kleine Neuerung eingeführt. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich zu Beginn der Saison auf Hybrid-Icing die Einstellung gemacht habe. Aber scheinbar habe ich doch auf Icing ohne Berührung gestellt gehabt. Das habe ich jetzt angepasst. Jetzt steht ja halt Hybrid-Icing an. Heißt, wir können auch mal weit nach vorne spielen und wenn wir als erstes ankommen, können wir weiterspielen. Das ist ja auch die aktuelle Regelung in der DEL. Und ja, München mal wieder mit dem schlechten Torwart. Vermutlich spielt Hertel wieder. Mal gucken, was wir da machen können. In der Liga wäre das jetzt ein absolutes Topspiel. Zweiter gegen Vierter. Ja, die Freezers sind mittlerweile auf dem vierten Platz abgerutscht. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hier aussieht. Muss ich nachher mal gucken, nach dem Spiel. Auf jeden Fall wollen wir jetzt den München dann erstmal ordentlich einen draufgeben. Wir spielen mit Caron, die mit Hertel. Mal sehen, was wir reißen können. So, Festerling am Bulli. Der fehlt ja in der richtigen Saison leider noch mit einer gebrochenen Hand. Aber da wollen wir uns nicht von der Mutti lassen. Oh, was zum Teufel! Was wird das denn gerade? Ah, schade, Pettinger. Gefährlich, der Puck abgefälscht da vor dem Tor. Really good move. Scheiße. Eigentlich ein schöner Versuch von Jerome Flake da. Aber der... Oh! The Freezers will start from their own end. So, komm, gib Stulle, Flake. Gib Stulle, gib Stulle, gib Stulle. Ah, schade. Aber dann jetzt in diesem Versuch. Festerling scheitert an Hertel. Ja, ganz genau so. Festerling scheitert nochmal bei Hertel. Alter, da leckt es gerade ein bisschen bei mir. Das war der Pfosten. Oppenheimer auf Rohr. Er kommt aber nicht an Hertel vorbei. Nein! Da habe ich nicht mit gerechnet, dass Flake da den Puck bekommt. Das Spiel jetzt gerade bei mir. Zum Teufel. Und da ist auch mal wieder Kevin Clark auf dem Eis. Hoppala. Ich bin vom Stick abgerutscht. Macht aber gar nichts. Naja, doch ein bisschen. Oh, glaube ich hier einen Konter rein. Ist nicht so cool. Aber alles unter Kontrolle wieder. Oppenheimer auf Mitchell. Mitchell rein in die Mitte, schießt auf die Stockhand. Sertic mit einem verdeckten Schuss, aber den Kertel auch noch. Den schiebt er sich beinahe ins eigene Tor rein. Meine Güte. Und da los. Ja, aber wir werden heute wohl einige Rückkehrer bei den Freezers begrüßen dürfen. Oh, oh! Da ist er drin. Das war ein merkwürdiges Tor. Das war ein sehr merkwürdiges Tor. Ja, auf jeden Fall, Patrick Pohle und Julian Jakobsen sind wieder zurück. Uli Maurer macht mit seinem fünften Saisontor. Guck mal, da kommt Klaassen da ran und dann... Und schönes Tor. Ja, wie gesagt, Jakobsen und Pohl sind wieder zurück. Sam Klaassens Einsatz war am Donnerstagabend noch ein bisschen unklar. Also mit ein bisschen Glück spielt auch der heute schon wieder. Da habe ich noch nicht die neuesten Erkenntnisse. Ah, Cabana schmettert einmal mal drauf, scheitert aber. Dann versucht Christoph Schubert, aber auch der scheitert.
Aber man kann sagen, die Münchner haben sehr effektiven Angriff. Jetzt war das denn ihr erster Angriff oder der zweite? Auf jeden Fall war er recht schnell drin. Aber wie gesagt, ich verstehe gerade nicht wirklich, warum das Spiel bei mir so ruckelt. Dürfte eigentlich nicht. Ich meine, das PS3, ihr dürfte ja wohl nicht bei... Das ist eine Strafe. Och, Mann! Auf dem 8. Platz in der Powerplay-Statistik sind die Münchner. Da sollten wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Oh, oh! Schöner Save von Caron. Da haben wir Glück gehabt, da stand der Spieler gerade ganz frei im Slot. Meine Güte, ich lasse mich hier jetzt gerade aber auch ausspielen. Und jetzt nochmal festlegen. Da habe ich die Sirene für die letzten 10 Sekunden aber ein bisschen sehr spät gehört. Ich dachte, ich hatte jetzt doch gerade noch 5 Sekunden bei dem Angriff. Verdammt! Ah, Münchner haben ein paar mehr Schüsse. Alle gingen auf die linke Seite, ey. Was zum Teufel? Jerome Flacker am Bulli. Da war das eine Strafe gegen Festerling. So. Der ist lieb. Ah, komm aber nicht mit Flacker ran. Ja, schade, beinahe raus. Uiuiui. Da war beinahe wieder ein Missverständnis. Aus Versehen hat er noch einen Pass gespielt. Oder das gar nicht mehr sollte. Oh, oh. Da lasse ich dem jetzt aber ganz viel Platz. Und da ist das 2-0 durch Michael Wolf. 27. Saisontor schon? Was? Ja. Fuck. Das war nicht mal ein Powerplay-Tor. Da kam also Festerling gerade schon wieder. Oh, da kommt der Pass im Slot nicht an. Woran geht jetzt gerade los? Fällt mir gar nicht, wie sich das Spiel hier gerade entwickelt. So, Hoa. Jetzt auf Clark. Clark rein, der auf Dupuy. Und der scheitert an Härte. Nein, ist nicht Meister. Komm, jetzt brauche ich mal einen erfolgreichen Angriff hier. Ist ja nicht. Geil. Jawohl. Und so einen hat der Hertel dann auch noch. Jawohl. Ach, doch nicht Cabana jetzt. Der gewinnt doch nie einen Bulli. Jetzt gewinnt das. Alter, ruckel, ruckel, ruckel. Brett Festerling verzwickter. Cabana setzt nach. Cabana hat ihn. Cabana spielt auf Schubert, der auf Brett Festerling, der schießt. Abgefälscht am Sitztor. Alter, Krämer und Jakobsen scheitern beide an Härtel. Ist ja nicht mehr feierlich, was hier los ist. Schwein gehabt. Abseits. So, noch 9 Minuten im zweiten Drittel. Wir liegen 0 zu 2 hinten. Da müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten. Oh, Festerling. Mensch, doch. Schlecht merkwürdig bei mir. Ich weiß nicht, was da los ist.
Flake scheitert auch wieder an Hertel. Nein. Geometrically to Boyle. Muscled long to Regier. Got the blocker on that one. Good pass up that wing. So, Flake auf Festerling. Der rein ins Angriffsdrittel. Bleibt hängen an der Verteidigung. Powerplay für München? Was? He keeps his hands down. This is not high sticking. So in so eine Aktion von Brad Festerling, ey. Boah, da kann ich mir ja schon wieder aufregen, wa? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen offensiver spielen, auch in Unterzahl. Ja, genau. Genauso. Ganz genauso. Ja, aber knapp. Jetzt Kevin Clarke. Geht einfach mal nach vorne, versucht den Schuss, aber scheitert kläglich. Oh, oh. Oh, oh. Uiuiui, da habe ich im Slot aber gerade noch geholfen. So, übers. Ist doch scheiße, ist das doch. Da pfeift er abseits. Meine Güte, ey. Läuft gerade nicht. Läuft gerade überhaupt nicht. Den hat Hertel natürlich auch. Hoppala. Was willst du da hier, Alter? Noch 24 Sekunden Unterzahl. Es gab mal gerade 9 Bullies in knapp 2 Dritteln. Jawohl. Ja, Hertel ist richtig. Muss ich noch ein bisschen mehr festhalten. Ja. Ganz genau. Abwehr brauchen wir nicht so. Ach, doch nicht so ein Pass, Mensch. Der hätte perfekt in Dupuis Lauf kommen können, aber nein. Warum sollte er nicht, wa? Ja, genau. Eieieiei, nee, da läuft heute noch nicht so viel zusammen. 0 zu 2 nach dem zweiten Drittel. Immer an... nein, das ist das erste Drittel. Ausgeglichene Schussstatistik diesmal. So, jetzt brauchen wir langsam die dreckigen Tore. Wenn wir noch gewinnen wollen, brauchen wir auf jeden Fall dreckige Tore. Sonst können wir das dann vergessen. So. Ja, ist der Puck schon wieder weg. Ganz genau. Und so ein Halt hält der Hertel dann nicht fest. Merkst du selbst, dass er verkehrt wie Eulenspiel ist, wa? Ja, Pass. Ach, und dafür gibt's eine Strafe. Ich will Richtung Puck checken. Das ist so ein schlechter Witz, was ich hier gerade bekomme, ey. Meine Güte. Ja, genau, was kommt. Ah! Wie der Puck einfach nicht reingehen will, ey.
Hertel! Nein, ich will mir keine Highlights von ihm angucken. Ich will mir auch keine Highlights von mir angucken. Es gibt keine Highlights von mir. Das ist ja ein Scheißspiel von mir. No, thanks, Ray. I agree. It's amazing how close they have come and then just not gotten on the board. You wonder if that luck's going to continue. No chance of that puck going in. His stick absolutely shattered. Dupuis blockered away. Das ist doch nicht wahr, ey. Takes that on his stick and looks ahead. Perfect pass. Nicely received. Ja, genau. Oh, he shot wide. Great chance there. Lass den noch ein bisschen freier stehen. And glides on through center ice. Strong play, good reach. Der war fair vom Puck getrennt. Willst du mir jetzt erzählen, oder was? Andy throws it in, so they can get fresh bodies out there. And the Und da kriegt er rein, wenn ich rein soll. Ah! Nein, das ist ein Spiel, wo nichts läuft. Hamburg's prevailed again on the face-off in the neutral zone. Gets in, what'll he do? At the front of the net! Und da ist das Ding von Flake. Na, endlich! 1 zu 2 nur noch. 11 Minuten zu spielen. Müsste das 19. oder 20. Saisontor von Flake sein? Ne, das 21. sogar. Vorlage von Matt Pettinger und Yuvi Westcott. Jetzt noch eins. Dann bin ich erstmal wieder einigermaßen beruhigt. 2 nehme ich aber auch gerne noch. Winger steps right in and takes it. Good job by the center on the tie-up. Wer ist das selbst? Ja, genau! Ist richtig. 3-1 durch Hinterstocker. Meine Güte, ey. Was ist denn hier los heute? In München klappt alles bei mir gar nichts. Ja, genau. Gets across, looks over his options. Shoots one. And that one's natürlich hast du den Hertel. Natürlich. Doc and Edzo, this has been a really difficult game to play in goal. There's been so much traffic. He's been bumped around so many times. Yet he's found the way to stop the puck. So, Phil Dupuis, gewinn mal bitte das Bulli. Danke. And a save. Oh! Ja, genau. Picks it up in his own end. Fällt mir nichts mehr zu ein, ey. That sounded like a car crash, guys. He's slowly gliding back to the bench. Will niemand zum Puck hin? Cranks a shot. Routine save. You're not gonna beat him from there with that shot. So. Oh, da kommt so ein scheiß Pass wieder bei rum, wa? Munich recoiling here. Warum hat er denn jetzt automatisch den Spieler gewechselt? On to Lewis. Gets that pass after. Ey, was immer heute los ist, irgendwas stimmt hier absolut. The Freezers shift from defense to offense. Ja. To Boyle. He's got that one. Let's see what happens. Alter, willst du mich jetzt verarschen hier? Gets that pass. Ja, die letzte Spielminute läuft leider schon. Da kriegt er was. Ich denke, das wird's gewesen sein. 2 Tore in 40 Sekunden, das werde ich nicht hinkriegen. Obwohl, Rohr. Ja, da gibt Pettinger zum Wechseln, ey. Mitten im Angriff. In by Seidenberg. Outlet up the middle to Boyle. Caron's out behind to stop it right there. Ja, die letzten 15 Sekunden. Aber kann man nur sagen, Glückwunsch an München. Da läuft der Feige hinten rum, ey. Eine 3:1 Niederlage sitzt es gegen die Münchner. Wow. Habe hart aufs Maul gekriegt. Gut, die waren aber auch zweiter Tabellenplatz. An sich kann man da ja mal verlieren, aber... Schade. Ah, Mann, nee. Das
pisst mich jetzt gerade schon wieder an. Mann. So. Ja. Am Sonntag geht's schon wieder weiter gegen Iserlohn. Jetzt schauen wir uns aber nochmal kurz die Tabelle an. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wo wir sind. Wir sollten auf dem dritten Tabellenplatz weiterhin sein. Jo. 3 Punkte hinter Köln. Und nur 3 Punkte hinter Ingolstadt. München ist uns jetzt ein ganzes Stück dichter rangerückt dadurch. Die haben 3 Punkte gut gemacht. Eieieiei, das wird eng hier. Das wird eng, sag ich euch. Gut, wir haben noch 13 Punkte Vorsprung auf den 6. Tabellenplatz. Und 4 Punkte auf den 5. 4 Punkte auf den 5 ist nicht so gut. Wir wollen ja schließlich hier einen der Top 4 Plätze haben, um uns das Heimrecht zu sichern in den Playoffs. Aber noch haben wir ja 10 Spiele. Moment, 10 Spiele? Ja, ich glaube, wir haben noch 10 Spiele, um diesen Platz zu festigen. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Spiel gegen die Iserlohn Roosters wieder ein. Würde mich freuen. Haut rein, schönen Tag wünsche ich.